Hallo und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Input auf diesem Kanal. Schön hast du eingeschaltet, schön bist du dabei. Ich freue mich auf eine weitere Gemeinschaft. Der Titel dieser Botschaft wird lauten: Gott versorgt die Seinen alle Zeit. Das ist ein Stück weit eine Fortsetzung dessen, was wir das letzte Mal miteinander betrachtet haben. Titel ist auch fast gleich. Vielleicht werde ich den auch anpassen oder ändern. Wir wollen uns nicht behaften zu sehr auf den Titel und auch nicht zu sehr auf den Titel abstellen, denn Inhalt ist ja stets mehr als Verpackung. Und der Inhalt, den wir jetzt miteinander betrachten werden, ist großartig und wunderbar. Warum? Weil dieser Inhalt vom Allmächtigen selbst kommt, weil wir diesen Inhalt aus der Schrift, der Bibel, aus dem Wort Gottes hinausholen dürfen. Wir dürfen hier Erkenntnis und Offenbarung erhalten für unser Leben, für dein und mein Leben, und gehen dazu ins Buch Hiob. Ja, ich habe dieses wieder willkürlich geöffnet und jetzt habe ich es geschlossen, ohne das Buchzeichen darin zu hinterlassen. Jetzt darf ich diese Bibelstelle suchen, du. Also, das ist schon erstaunlich. Wenn wir die Bibel einfach willkürlich öffnen und dann habe ich jetzt zum zweiten Mal, bin ich jetzt im Buch Hiob gelandet. Das zweite Mal bin ich im Buch Hiob gelandet und habe einfach willkürlich die Bibel geöffnet. Und wenn ich dann suchen gehe, ja, dann kann ich sie nicht einfach aufschlagen. Dann muss ich es wirklich suchen. Und das ist doch immer wieder auch erstaunlich. Solche Dinge. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich jetzt meine. Oft schon habe ich die Bibel willkürlich einfach so geöffnet und Gott hat geradewegs in die Situation hineingesprochen, die mich bewegt hat, die mich beschäftigt hat oder in der ich mich gerade befand. Also Gott bestätigt sein Wort und sein Präsent sein, oft auch durch sein Wort, die Bibel, sein Präsent sein, er zeigt sich und er freut sich natürlich, wenn wir feststellen, dass er sich zeigt. Möglicherweise hat sich Gott in deinem Leben auch schon erwiesen und gezeigt und du oder wir haben ihn nicht erkannt, das kann möglich sein. Gott spricht auch oft zu uns und Gott ist in der Lage, so zu sprechen, dass wir ihn hören. Keine Frage, Gott ist allmächtig. Die Frage, die sich stellt, ist einfach jene: Sind wir imstand und gewillt, auch zu hören? Sind wir gewillt und auch imstand zu hören? Und falls du dir jetzt Gedanken machst über den Hintergrund hier, darf ich dir versichern, wir sind hier in meinem Zweitdomizil. Wir sind in der Zentralschweiz. Also ich wohne im Kanton Aargau, halte mich jedoch regelmäßig 1 bis maximum 2 Tage in der Zentralschweiz auf, in einem wunderschönen Studio, mit Küche, Badezimmer, Schlafzimmer und Wohnzimmerbereich. Ein Studio, das liebe Geschwister mir kostengünstig zur Verfügung stellen, wohin ich mich regelmäßig zurückziehen kann in die Stille. Wo mich niemand stören kommt und wo in der Regel auch das Handy ausgeschaltet ist. Wo ich zu mir selber finden kann,
wo ich in der Stille mich auch Gott hinwenden kann. Das tue ich selbstverständlich auch zu Hause. Nur das ist noch eine Steigerung, so empfinde ich das zumindest. Und ich bin ja im Herzen ein Bergkind. Und das innere Kind wird uns begleiten bis zum Lebensende, das ist klar. Und dieses Bergkind erfreut sich, wenn es in die Berglandschaft kommt, in diesem erwachsenen Manne drin. Und dieses Kind hat seine Berechtigung und darf leben. Und es wird leben und es ist sinnvoll, dieses Kind auch am Leben zu erhalten, ein Stück weit. Also ich möchte hier nicht psychologisch werden, psychologisch sowieso nicht, wenn schon, dann seelsorgerlich. Seelsorgerlich, verstehst du, psychologisch, also ich halte nichts von Philosophie und nichts von Psychologie, von Menschenweisheit schon gar nicht, und das sollen wir auch nicht. Menschenweisheit kontra Gottesweisheit, Menschenweisheit gibt es gar keine. Die Weisheit, der Anfang der Weisheit ist die Erkenntnis Gottes in Christus Jesus. Das ist erst der Anfang der Weisheit. Aber zeitgleich ist es schon die ganze Weisheit. Und weise und klug ist es, wenn man das weiß, wenn man hier ein Bewusstsein hat und dann alles andere einfach so einordnet, wie es ist, für sich selbst und nicht irgendwelche Bibelzitate zum Besten gibt und dann noch irgendwelche Philosophen zitiert, weil das sind zwei verschiedene Welten. Ich weiß, das tun manchmal sogar Geistliche. Die sprechen die Worte Jesus, die sprechen die Worte Gottes aus der Bibel und dann zitieren sie danach noch irgendeinen Philosophen. Philosophen sind oft Atheisten. Und es ist Menschen, es sind Menschengedanken, nicht Gottes Gedanken, verstehst du? Ich will nicht sagen, dass ein Philosoph nicht gläubig werden kann, aber dann wird er kein Philosoph bleiben, weil die Philosophie ist ja die Suche nach der Wahrheit. Ein wiedergeborener Christ hat aber jenen gefunden, der die Wahrheit ist. Und Jesus Christus, der die Wahrheit ist, sagt ja auch über das Wort Gottes, über die Schrift, die Bibel, dein Wort ist Wahrheit. Also sein, dein und so weiter und so fort. Er spricht ja immer vom Vater und zeitgleich sagt er, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Ich habe kürzlich eine Botschaft gehört, eine Predigt gehört, da hat einer den Hund dressieren wollen, dass er da am Schlagzeug etwas spielt und der Hund hat nicht gefolgt, der hat nicht gehorcht. Der hat diesen Schlägel nicht geholt und da nicht auf die Trommel gehauen. Da hat er gesagt, ja, das ist halt ein bisschen schwierig. Um richtig mit einem Hund sprechen zu können, müsste man ja am idealsten selber ein Hund sein. Um einen Hund richtig verstehen zu können, müsste man ja auch selber ein Hund sein. Das wäre die beste Voraussetzung, mit einem Hund zu kommunizieren, selber ein Hund zu sein. Und Gott wollte mit dem Menschen kommunizieren und sich dem Menschen offenbaren und Gott wurde zum Menschen in Christus Jesus. Ich finde das ein wunderbares Bild. Das hat mich stark beeindruckt. So habe ich das jetzt noch nie gehört. Also wir haben ja jetzt schon wieder nahezu 10 Minuten Einleitung. Ich hoffe, du bist noch dran und du bist gespannt mit mir, was wir jetzt aus dem Wort Gottes ziehen können miteinander. Ich werde jetzt ein bisschen zurückfahren mit der Kamera. Und ich weiß jetzt halt nicht, wie das jetzt lichttechnisch wieder ist, ob hier die Qualität abnimmt jetzt vom Licht her, wenn ich da wieder aus der Bibel lese. Es ist immer eine Herausforderung und mein Kamera-Equipment ist mäßig. Ich habe hier nicht viel Geld investiert, weil ich wusste ja,
nicht, und ich weiß es auch jetzt noch nicht, wie lange ich dieses weiterführen werde. Und wie gesagt, ich finde, Inhalt ist wichtiger wie Verpackung, wobei ich schon auch einen Anspruch stelle an Qualität, selbstverständlich. Und ich möchte auch gerne mehr Qualität liefern können. Ich bemühe mich, mit dem Bestehenden das Möglichste zu machen. Und ich danke dir für die entsprechende Nachsicht hier. Und wir werden jetzt miteinander schleunigst, wie gesagt, ins Buch Hiob gehen und das Kapitel 22 miteinander lesen. Das sind 3/4 von einer Seite, ist aber relativ viel Text. Und wir werden zügig durchgehen, jedoch ganz bewusst hören, was Gott, der Vater, jetzt in dein und mein Leben sprechen möchte, durch die Rede Eliphas zu Hiob. Ich nehme an, du kennst die Geschichte Hiobs, die tragische Geschichte, wo Satan Hiob verklagen wollte vor Gott, beziehungsweise Gott hat sich Hiobs Treue gerühmt und Satan hat Hiob dann richtig zugesetzt. Es war ein Prüfen Gottes, er hat es zugelassen, dass Hiob geprüft wurde. Alle haben den Hiob beratschlagt und haben gesagt, schwöre deinem Gott ab oder kehre um und werde endlich gerecht. Dabei war er der Gerechteste in den Augen Gottes. Er hat keine Strafe verdient, verstehst du? Gott lässt manchmal das zu, was er hasst, um das zu erreichen oder erscheinen zu lassen, was er liebt. Und wir müssen uns nicht stets selber verteidigen und rechtfertigen. Wir werden gerechtfertigt durch jenen, der uns eben recht sprechen kann oder verurteilen kann. Bist du einverstanden mit mir? Okay, dann lass uns jetzt schleunigst in dieses Wort gehen. Hiob Kapitel 22, die Verse 2 bis und mit 30, das ganze Kapitel 22, das kurze Kapitel 22. Kann ein Mann Gott etwas nützen? Es nützt ja der Verständige nur sich selbst. Hat der Allmächtige Freude, wenn du gerecht bist? Ist's ihm ein Gewinn, wenn du in Unschuld wandelst? Straft er dich etwa wegen deiner Gottesfurcht und geht er deshalb mit dir ins Gericht? Sind nicht deine Missetaten groß und deine Schulden ohne Ende? Du hast deine Brüder grundlos gepfändet und den Entblößten die Kleider ausgezogen. Du hast dem Ermatteten kein Wasser zu trinken gegeben und dem Hungrigen das Brot verweigert. Dem Gewalttätigen gehört ja das Land und der Angesehene wohnt darin. Du hast Witwen leer fortgeschickt und die Arme der Weisen wurden zerbrochen. Deshalb waren rings um dich der Fallen, so dass dich plötzlich Schrecken überfiel. Was sagt uns dieser Bibeltext? Er sagt uns, wir werden ernten, was wir gesät haben. Und manchmal geht es lange, bis die Saat aufgeht. Wir haben vielleicht schon lange gesät. Und die Ernte wird nicht ausfallen, und zwar genauso, wie wir gesät haben. Ich habe letztes Mal die Metapher mit dem Bumerang gebracht, der unseren Kopf treffen wird, ob er einen kurzen Bogen oder einen langen Bogen schlägt. Und manchmal wissen wir gar nicht mehr, dass wir einen geworfen haben. Wir gehen weiter. Du siehst, hier ist wieder Kino, hier ist wieder auf und ab mit der Beleuchtung. Es ist ärgerlich, aber ich kann es nicht verhindern, Leute. Ich kann es nicht verhindern. Wir sind beim Vers 11. Oder siehst du die Finsternis nicht? Doch, ich sehe, dass es wieder finster wird. Oder siehst du die Finsternis nicht und die Wasserflut, die dich bedeckt?
Ist Gott nicht so hoch wie die Himmel? Sieh doch die höchsten Sterne, wie hoch sie stehen. Ja, wir erkennen Gott in der Schöpfung, in der wunderbaren Schöpfung. Gott ist wunderbar und all seine Wunder und all seine Werke sind wunderbar. Auch du und ich. Wir sind wunderbar gemacht. Vom Gott? Selbstverständlich. Es wäre ja vermessen zu sagen, diese wunderbare Schöpfung hätte keinen Schöpfer. Aber dieses primitive Smartphone hier, das hätte einen Schöpfer. Alles andere sei irgendwie durch Mutation und Evolution, durch Urknall und irgendwelche Atome entstanden. Dieses Smartphone jedoch sei von jemandem gemacht worden. Merkst du, wie schwachsinnig und blöd so eine Aussage, so ein Denken überhaupt ist, so etwas in Betracht zu ziehen? Hat ja mit Weisheit nichts zu tun, schon nicht einmal mit Verstand und mit Vernunft. Du weißt, was ich meine. Ja, wir gehen zu Vers 14. Die Wolken sind eine Hülle für ihn, für Gott, so dass er nicht sehen kann und er wandelt auf dem Himmelsgewölbe umher. Ein Spottlied auf Gott, ist ja lächerlich. Gott wandelt nicht auf den Wolken herum und das Himmelgewölbe ist verschleiert ihm den Blick, so dass er uns nicht sehen könnte. Das ist lächerlich. Gott sieht uns immer und überall. Wohlwollend. Und er führt uns auch den Weg, den wir gehen sollen. Ja, oft eben auch, oder meist sage ich sogar, durch sein Wort, die Schrift, die Bibel. Und wenn er anderswertig oder anders wie zu uns spricht, dann muss und soll dieses Sprechen und wird dieses Sprechen sich mit seinem geschriebenen Wort der Schrift der Bibel decken. Ansonsten hat ein anderer Geist gesprochen. Ja, es gibt auch andere Geister. Es gibt gefallene Engel, Dämonen und Lehren von Dämonen, die sowas von verdreht und verkrümmt daherkommen, dass es jeder wiedergeborene Christ, jeder, der in der Wahrheit ist, merkt, dass es einfach nichts anderes als Schwachsinn ist. Und es macht auch schwachsinnig und trübsinnig und krank. Wirklich. Und es endet in der ewigen Verlorenheit. Das ist ein ernsthaftes Thema, Leute. Es ist keine christliche Show hier, es ist keine Religion. Wir sprechen hier vom Schöpfer in Christus Jesus, der einen rechtmäßigen Anspruch auf uns hat und der uns liebevoll zuruft, Jesus Christus als Herrn, Retter und Erlöser anzunehmen, damit wir zurückgehen können zum Vater. Jesus Christus ist der schuldlose Bündnispartner, der Schuldige reinigt, damit sie wieder Gemeinschaft mit Gott haben können und dürfen. Wir sind alles begnadigte Sünder und gerechtfertigt in Christus vor Gott. Sagst du Amen mit mir? Hast du das verstanden? Ich gehe davon aus, dein Herz weiß ganz genau Bescheid. Es ist in dein und mein Gewissen geschrieben und wenn wir konfrontiert werden damit, könnte es sein, dass Auflehnung und Rebellion in uns hochsteigt. Vielleicht sogar Wut, Ärger und Zorn. Mir ging es ja auch so. Ich habe es in einem der letzten Video, habe ich ja erzählt, wie es mir ging. Als ich mit dem Reich Gottes in Christus Jesus direkt konfrontiert wurde. Es war jedoch das Beste, was mir geschehen ist, Leute. Und jetzt überspringen wir hier dieses Spottgerede der Freunde, der vermeintlichen Freunde Hiobs. Überspringen wir hier ein paar spannende Verse, darfst dieses Kapitel
auch selber nachlesen. Hiob Kapitel 22, Verse 2 bis und mit 30. Wir springen jetzt zusammen zum Vers 21. Und hier kommt jetzt der Ratschlag Gottes durch Eliphas an Hiob zu dir und mir. Wir sollen und dürfen diese Worte ernst und sehr persönlich nehmen. Versöhne dich doch mit ihm, mit Gott, und mache Frieden mit Gott. Dadurch wird Gutes über dich kommen. Nimm doch Belehrung an aus seinem Mund und lege seine Worte in dein Herz. Wenn du zu dem Allmächtigen umkehrst, so wirst du aufgerichtet werden, befreit, geheilt werden. Klammer auf, Klammer zu. Wenn du die Ungerechtigkeit aus deinem Zelt entfernst, wenn du, dann wirst du. Aufgerichtet, befreit und geheilt werden. Wenn du die Ungerechtigkeit aus deinem Zelt entfernst. Und hier ist nicht gemeint den schlechten und bösen Ehemann aus deinem Leben zu verbannen oder dich von deiner schlechten, bösen Ehefrau zu trennen. Hier ist gemeint, das Böse in uns selbst aus unserem Zelt zu entfernen. Und unser Zelt im übertragenen Sinne ist unser Leib. Es ist der Sitz unseres Geistes, unseres innewohnenden Geistes und des Heiligen Geistes, des Geistes Gottes, falls wir bekehrt wiedergeboren sind. Falls wir Jesus Christus als Herrn, Retter und Erlöser angenommen haben, sind wir bekehrt und wiedergeboren. Und der Geist Gottes, der Heilige Geist, wohnt in uns und wir sollen diese Wohnung reinhalten und nicht bewusst in Sünde leben, sondern uns abwenden von der Sünde. Und wie erkennen wir Sünde? Erstens durch unser Gewissen und zweitens durch das Wort Gottes, welches die Sünde überführt, das sogenannte Gesetz, welches uns aufzeigt, was richtig und was falsch ist, welches uns nicht verklagt, sondern welches uns aufzeigt, was richtig und falsch ist. Und dann dürfen wir uns demütigen, dürfen bekennen, was in den Augen Gottes falsch ist, was wir falsch getan haben vor den Menschen und vor Gott. Und dann wird er gerecht und gnädig sein und unsere Verfehlungen vergeben und uns freisetzen und heilen. Das ist ein Versprechen Gottes. Das dürfen wir nachprüfen. Und wir sind hier natürlich beteiligt und gefordert, denn es steht ja hier, wenn du die Ungerechtigkeit aus dem Zelt entfernst, dann wirst du aufgerichtet werden. Also ich habe den Satz jetzt umgekehrt, aber verstehst du, was ich meine? Verstehst du, was Gott meint, was der Inhalt dieser Worte ist? Ist sehr tiefsinnig. Und hier geht es weiter im Vers 24. Wirf das Gold in den Staub und das Ophirngold zu den Steinen der Bäche. So wird der Allmächtige dein Gold sein und dein erlesenes Silber. Dann wirst du dich an den Allmächtigen erfreuen und dein Angesicht zu Gott erheben. Ja, und wir sollen nicht mit unseren Herausforderungen und Problemen von Gott davonlaufen. Wir sollen zu ihm hinrennen, zu Papa, und er hilft uns in allen Lebenslagen. Und wenn wir mit unserer Machbarkeit am Ende sind, wenn wir mit unseren Kräften am Ende sind, dann erst recht wirkt seine Kraft in uns.
Auch das durfte ich erleben. Ich habe das Großartigste im Reich Gottes erlebt, erfahren dürfen, als ich ganz am Boden lag. In dieser Zeit durfte ich zwei Menschen zum Herrn führen, in meiner absoluten Tiefstlage, in meiner größten Schwäche. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn in den Schwachen bin ich mächtig. Deshalb will ich mich am allermeisten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi in mir wohne. Wunderbare Worte. Wir mögen keine Schwachheit. Wir wollen stark sein, selbstverständlich. Nicht nur wir Männer wollen Helden sein, auch Frauen wollen stark sein. Wir dürfen nur wissen, wenn wir schwach sind wir mächtig, beziehungsweise dann ist Christus Jesus noch viel mächtiger in uns. Großartig, großartig und völlig anders als es unsere Seele empfinden mag, völlig anders als die Welt es beurteilen mag. Dann wirst du dich an dem Allmächtigen erfreuen und dein Angesicht zu Gott erheben. Du wirst zu ihm flehen und er wird dich erhören und du wirst deine Gelübde erfüllen. Du wirst zu ihm flehen, du wirst zu ihm beten und er wird dich erhören und du wirst deine Gelübde erfüllen. Wenn dann, immer dran denken, wenn dann. Sonst könnten wir einfach hier einen Schmeichelzoo draus machen. Ein sogenanntes Wohlstandsevangelium. Selbstverständlich, wer die frohe Botschaft von Jesus Christus nicht freut und bei welchem es kein Wohlstand auslöst, bei dem braucht es eine Totenauferweckung. Natürlich ist es einen Wohlstand. Und das bricht so richtig durch, wenn wir tun, wenn wir Täter des Wortes werden. Und schau, wir müssen nicht studieren. Lass uns einfach umsetzen, was wir verstanden haben, dann sind wir genügend beschäftigt. Dann brauchen wir nicht zu studieren. Und uns mit Worten beschäftigen, die wir nicht verstanden haben. Wozu denn? Lass uns einfach umsetzen, was wir verstanden haben. Und wir sind zur Genüge beschäftigt. Und wir dürfen glauben, leben und Zeugnis sein in dieser verlorenen, verdorbenen Welt. Wir sind nicht besser, Freunde. Wir haben es nur besser. Und selbst in den trübsten Zeiten und in den schwierigsten Umständen dürfen wir das Haupt erheben zum Herrn und wissen, dass er gut ist zu uns. Wir wissen, zu welchem Ende es bei Hiob geführt hat. Ich empfehle, das ganze Buch zu lesen bei Zeiten. Okay, und wenn sie ab, was immer du dir vornimmst, das wird gelingen und ein Licht wird auf deinen Wegen leuchten. Das sind Verheißungen, wenn dann. Was immer du dir vornimmst, das wird dir gelingen und ein Licht wird auf deinen Wegen leuchten. Wann? Wenn wir uns versöhnt haben mit Gott und Frieden gemacht haben mit Gott. Das lesen wir jetzt wieder im Vers 21. Versöhne dich doch mit ihm und mache Frieden. Dadurch wird Gutes über dich kommen. Frieden machen mit Gott in und durch Christus Jesus. Amen. Und wenn die Wege abwärts führen, so wirst du sagen, es geht empor. Und wer die Augen niederschlägt, wer demütig ist vor Gott, den wird er retten. Ich füge hier manchmal Worte zum besseren Verständnis ein. Es ist die Schlachterübersetzung. Gerne selber darin lesen, Hiob Kapitel 22. Wenn sie abwärts führen die Wege, so wirst du sagen, es geht empor und wer die Augen niederschlägt, wird er retten. Er wird selbst den freilassen, der nicht unschuldig ist. Ja, Gott ist gnädig, barmherzig und gütig. Wir sind alles begnadigte Sünder, du und ich.
begnadigt in Christus Jesus, wenn wir diese Gnade angenommen haben. Sagst du Amen mit mir? Er wird selbst den freilassen, der nicht unschuldig ist. Durch die Reinheit deiner Hände wird er befreit werden. Durch die Reinheit deiner Hände, Jesus Christus, werden wir befreit werden. Jesus Christus hat das Lösegeld bezahlt. Sein Blut hat für dich und mich bezahlt. Und am Kreuz von Golgatha hat er den Sieg über Satan, den Teufel, welcher der Fürst dieser Welt ist, errungen. Alle Macht ist mir gegeben im Himmel und auf Erden, sagt Jesus Christus. Und wenn diese Macht in unserem Leben zum Tragen kommen soll, dann müssen wir uns abwenden von der Welt, vom Fürsten dieser Welt, von Satan, hin zu Jesus Christus. Es ist unsere Entscheidung, Freunde. Es ist unsere Entscheidung, ob wir auf der Seite des Lügners stehen, des Fürsten dieser Welt, Satan, dem Teufel, oder auf der Seite der Wahrheit, dem Sieger, Jesus Christus, dem Versöhner mit Gott, deinem und meinem Retter. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Schön, hast du bis zu Ende gehört. Vielen herzlichen Dank fürs Weiterempfehlen, fürs Abonnieren dieses Kanals, fürs Daumen hochgeben und fürs Kommentieren. Ich schätze das wert und ich freue mich, an deiner Seite kämpfen zu dürfen für die frohe Botschaft in Christus Jesus, für das Evangelium von Jesus Christus zur Errettung deiner und meiner Liebsten, deiner und meiner Freunde und Bekannten. Wir wollen ringen für Gott und fürs Reich Gottes. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.